Am vergangenen Mittwoch gab es wieder den Falkini-Tag im Kapfenberger Franz-Feckede-Stadion. Bei dieser von der KSV 1919 organisierten Veranstaltung ging so richtig rund. Über 100 Falkinis trainierten mit den KSV 1919 Profis und der Spaß kam da auch nicht zu kurz. Mit dabei auch Cheftrainer Kurt Ruß und Co-Trainer Rene Bitter. Ich meine, man sieht das, redet sich schon was. Ich hoffe, das wird dann irgendwann einmal bei der Meisterschaft auch so sein, dass sie am Anfang schon mal was redet. Und ja, wir freuen uns alle. Und im Prinzip das Training machen halt die Spieler. Weil die Spieler sind ja auch schon alle Trainer, kann man sagen. Und ja, und die werden sicher einen Spaß haben. Die Kinder wird es freuen und uns gefreut es dann so. Ja, und das ist schon eine Zeit her, da hat der Kurtl Russ in der Schüler gespielt bei Langenwang. Wie war denn dein Werdegang nachher und wer war dein erster Trainer? Ja, mein erster Trainer war der Herr Kranerwetter, ein ganz wichtiger Mann in meiner Jugend. Und ja, und dann Werdegang ist, glaube ich, schon vielen bewusst. Ich bin dann nach Kapfenberg runtergekommen, habe dann in der zweiten Liga Fußball gespielt, bin von da nach Wien gegangen, zu der Vienna. Ja, und dann einen Schritt immer weiter ins Nationalteam, habe dann beim LASK bei Innsbruck in Schwanenstadt noch zum Abschluss noch ein bisschen gespielt. Aber du hast da einen Ernst Happel als Trainer gehabt. Wie war denn der Happel? Ja, der Happel war ein komplett anderer Mensch wie alle anderen Trainer, was ich bis jetzt gehabt habe. Also er hat was vorgegeben, wenn du es nicht eingehalten hast, dann warst du weg vom Kader. Für ihn war es ganz wichtig, Disziplin. Er hat Sekunden, wenn du 2 Sekunden zu spät zum Training gekommen bist, hast du nicht mehr trainieren brauchen, dann warst du am Wochenende weg. Also er war wirklich ein sehr strenger Trainer. Was sagt der Erwin Fuchs zu diesem Falkini-Tag? Ja, eine schöne Sache. Es sind über 100 Kinder hier, auch aus den Nachbargemeinden, und das ist ganz was ganz Besonderes. Man sieht ja, mit welchen Spaß und Freude die älteren Spieler da dabei sind, und man sieht, was Kinderherzen auch bei den größeren Sportlern bewegen kann. Mit dieser Veranstaltung soll nicht nur der Bewegungsdrang gestillt werden, sondern sie dient auch noch einen anderen Zweck. Ja, der Zweck dieser Veranstaltung ist, dass wir sagen, okay, wir bauen ja diese Falkinis jetzt schon seit Jahren auf, oder seit Jahren auf, und die werden ja zum Match geladen mit Begleitpersonen, also die Bindung zum Verein soll damit verbessert werden. Der Peter will selbst Profi werden, kennt schon fast alle KSV-Kicker beim Vornamen. Der Mani, den Peter, es gibt's, und den David, den Edin, den, wen noch? Christian Popalovic. Mhm, den kenne ich auch. Und dann David, dann Wittewen, hast du gemeint? Aha. Den habe ich auch gemeint. Auch die Eltern haben mit dieser Veranstaltung ihre Freude. Ja, heute ist der Sohn schon dabei bei dem Training? Ja, der ist heute dabei von SV Oberreich, spielt da drüben. Und ja, ist jetzt das erste Mal dabei und ist ganz toll. Und was fühlt man da als Mutter? Stolz. Ganz großen Stolz. Es ist schon schön, gell? Und wenn einer da beim Verein spielt, ein Kind, der lernt ja da viel. Nicht nur das Fußball spielen, auch andere Sachen. Ja, ganz toll. Teamfähigkeit zum Beispiel ist ganz wichtig. Ja, mein Selbstbewusstsein wird auf alle Fälle auch gesteigert. David Wittewen mit seinen Toren im Frühjahr hat für den KSV Klassenerhalt viel beigetragen. Das Trainieren mit den kleinen Kickern macht auch Spaß, ist eine gute Abwechslung. Das macht natürlich riesen Spaß. Ich kann mich noch selber erinnern, wie ich noch klein war. Haben wir natürlich auch immer auf die Profis aufgeschaut. Und wenn natürlich die noch zum Training kommen, ist das natürlich immer etwas ganz Besonderes. Man sieht einfach, dass Fußball viele Kinder begeistert. Und jetzt versuchen wir halt mit ihnen ein bisschen zu trainieren, ein bisschen Spaß zu haben und dass vielleicht irgendein Profi mal ausschaut. Christoph Nichter, KSV-Tormann, macht wie im KSV-Tor gute Figur. Der Christoph ist für die Kids ein echtes Vorbild. Aber der Christian vom SV Oberaich bewundert einen Weltklasse-Tormann. Der Neuer. Ah, der Neuer von Bayern München. Manfred Gollner und Philipp Wendler sind als Trainer mit Eifer bei der Sache, haben ein gutes Gefühl für die Fußball-Winzlinge. Es gefällt mir sehr gut, vor allem mit den Jungen zusammenarbeiten. Man sieht, dass sie alle Freude dabei haben und es sind so zahlreiche gekommen. Und es ist einfach schön für Kapfenberg, dass wirklich so viele gekommen sind, und das ist eine schöne Sache. Wie war denn das bei dir, wie du angefangen hast, und wo hast du angefangen zum Kicken? Ja, ich habe beim FC Obdach angefangen zum Kicken. Das war mein Heimatverein und das hat mir immer schon Freude gemacht, mit meinen Kollegen und mit meinen Freunden immer zusammen kicken, und das ist einfach eine schöne Sache. Wer war der erste Trainer? Mein erster Trainer war mein Papa. Und bis zu 14 und dann bin ich nach Kapfenberg gekommen. Der KSV 1919 Falkini-Tag war ein Erlebnistag für die Jüngsten im Falkenhorst. Einfach eine tolle Veranstaltung, wichtig für die Zukunft im Fußball.